Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X-Rebirth. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet für die letzten vier Folgen dieser Aufnahme und dieser Woche. Wir befinden uns aktuell in der Zone Vernichten Obligationen oder Obligationen. Das Ganze befindet sich hier im System Froststern. Einmal da, wo die ganzen Tore reinkommen, einmal von Albion und einmal zu Heimat des Lichts, nach NE rüberfliegen. Zack, also natürlich Expansion. Und dort in der Zone bin ich drin. Hier waren wir schon mal zu Besuch. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt schon mal den Sinzer haben, können wir uns doch mal hier ein bisschen umschauen, weil hier gibt es hundertprozentig mehr als eine Zone. Ich habe das Ganze schon hier unten gemacht in der Bruch. Da gibt es insgesamt vier Zonen, die ich gefunden habe. Ich weiß, es gibt noch eine fünfte, muss es noch geben. Weil als ich hier war, ist das die richtige? Mal gucken. Self-Hub? Nee, doch, ist es. Denn da war irgendwo so Nebel gewesen und da kam ein Piratenschiff irgendwo von hier angeflogen und ist dann nach da weiter. Also da muss noch irgendwas sein, wo das hergekommen ist. Dementsprechend muss da noch was sein, also mindestens noch eine fünfte. So, wie viel es hier gibt, weiß ich nicht, müssen wir mal schauen, was wir finden. Aber ich habe hier auf der einen Station, wo ich gerade bin, noch was anderes gefunden. Und zwar hier beim netten Mechaniker. Laufen Sie nicht vorbei, ich habe hier alles, was Sie brauchen. Ja, ja, ich weiß. Handel, gehen wir nämlich auf Waffen. Und er hat die Railgun. Yay! Und hier beantwortet sich auch das Mysterium, was ich letztens noch gelabert habe, wo ich meinte, es gibt einen schweren Laser MK1 und 2. Nee, gibt's nicht. Es gibt einen Bergbaulaser Mark 2 und dann gibt's einen schweren Laser Mark 1 und dann die Railgun. Die Railgun kam jetzt mit 4.0, kostet 1,9 Millionen hier bei ihm. Ja, scheiß drauf, nehmen wir. Einmal fliegt natürlich der Bergbaulaser für raus. Es ist mir jetzt aber egal. So, ansonsten haben wir alles auf Max, was er anzubieten hat. Gut. Gibt es eigentlich noch einen anderen Mechaniker? Vielleicht hat der noch irgendwas anzubieten. Wir können ja mal rumgucken, ob es hier noch irgendwo einen gibt. Vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes, was wir kaufen könnten. Schwarzmarkthändler. Hamburger. Nüscht. Du bist bloß eine Wache. Hier steht auch nichts rum. Okay, lassen wir's. So. Aufgabe für heute. Hier raschelt es noch so ein bisschen rum, weil die Tastatur nicht so richtig lieb, wie sie will. Mir ist auch was kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Exploit ist, wenn man es so bezeichnen möchte, wenn man hier über dieser Station schwebt. Der Deal ist in trockenen Tüchern. Also hier in dem Falle über der Station, über diese Metallgießerei ist das, glaube ich. Hier habe ich schon einen Handelsagenten gerade noch platziert offscreen, eben um dort Abnehmer zu haben für Eisenerz. Denn wenn man hier steht... Zwischenfunktion fragt er, nee. Muss hier hinten irgendwo eine Piratenbasis sein. Ich schätze mal, wenn wir der Lampe da folgen. Denn hier taucht immer mal wieder eine Rahanas Energie-Massengut. Ich glaube, Energie und Massengut ist gekoppelt. Energie-Massengut-Rahanas auf. Ne, da oben ist eine, die habe ich platt gemacht. Eine zweite habe ich geändert und verkauft. Eine dritte habe ich geändert und verkauft. Also die tauchen hier immer mal wieder auf. Die kommen irgendwo von daher. Muss man halt mal gucken, was wir machen. So, bevor wir weiterfliegen. Unsere Schiffe haben aktuell die Aufträge, die sie noch haben. Also Ankauf, Verkauf. Die können wir gleich noch ein paar neue Aufträge geben. Wir machen wieder nach Gewinn. Achso, wollte gerade sagen. Das war komisch. So, Port Kletnov, lassen wir die Finger von. Da habe ich nämlich offscreen versucht, was zu machen. Da geht es auch an die TO und lassen wir auch die Finger von. Da habe ich hier nämlich die Titurell verloren. Der Auftrag ist weg. Nehmen wir uns den. Darf ich erfahren, wie viel Sie wollen? Darf zack, zack. Wie viel Sie wollen? Und das ist ein guter Deal. Für dich nehmen wir den Auftrag an. Und wie viel davon darf sein? Zack, zack. Hat es auch genug zu tun. So, die haben genug zu tun. Und unsere Architektin bei der Teilplantage. Oh, ich muss noch Änderungen vornehmen. Mache ich nochmal offscreen für die nächste Woche. Hat einen Auftrag bekommen. Und zwar soll sie... Zack. Rufen. Ressourcenanzeige. Einmal ausbauen. Sie soll einmal die nächste Stufe ausbauen. Dass wir dann bei der Teil...
Produktion, sprich bei der Weizenproduktion, eben auf Stufe 2 kommen. Denn das brauchen wir. Das war ja so geplant. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir werfen jetzt mal die Waffen durch. Plasma. Puls. Partikel. Railgun. Und da sehen wir es. Die Railgun ist eine Sniperwaffe. Reinzoomen. Zielen. Loslassen. Schießen. Deswegen wäre es cool, wenn jetzt hier diese Rahanas auftauchen würde. Na gut, tut es nicht. Wir aktivieren mal den Sinzer. Hier sind diese bösen Nebels. Ich komme also ja, irgendwie durch den Nebel durch. Das konnte man nämlich, ja, da haben wir es nämlich. Konnte man nämlich in der anderen Zone auch. Dann haben wir hier schon mal eine zweite Zone. Und das ist eine, sieht aus wie eine Metallgießerei. Von der Form her, weil die genau die aussieht wie die andere Station. Yep, Metallgießerei. Hier platziere ich aber den Offscreen, den Handelsagenten drauf. Blinkt dir da was? Nö, ne? Nö. Wo willst du hin? Okay, die will hierher. Schade, ich hätte gedacht, die will woanders hinfliegen. Da hätte man nämlich ihr folgen können. Weil hier irgendwo muss ja noch was sein. Ich schau mal ganz kurz, wie es sortiert ist. Was ist das Gelbe? So, das, was ich markiert habe. Okay. Wenn da die 1 ist, da die 2. Ob denn in einer Linie so folgend dann die 3 ist? Schauen wir doch mal. Ob da in einer Linie folgend irgendwas ist. Aber ich sag mal nö. Ja, schon viel zu weit weg. Drehen wir uns einmal nach da. Grob in die Richtung. Schauen wir mal kurz dort Map. Ja, nee, noch ein bisschen mehr nach links sortieren. Lieber so und dann schauen wir mal weiter in die Richtung. Ob da denn irgendwas ist. Wir sehen zumindest, die Steinchen scheinen näher zu kommen. Das ist, glaube ich, der Nebel, wo wir gerade drin waren. Genau, das ist die, wo wir gerade waren. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Deswegen drehe ich mich jetzt mal nach da, folge einfach dem Nebel. Weil diese Raumstrukturen sind normalerweise immer irgendwas, nach dem man sich richten könnte. Ne, von da sind wir gekommen. Abladen der Waren wird vorbereitet. Ja, lad mal ab. Mist, die kommen doch immer von hier. Also die kommen immer von hier angeflogen, aus der Richtung. Also dachte ich mir jetzt, dann wird auch hier irgendwas sein. Handel abgeschlossen. Bericht erfolgt in Kürze. Das war dann immer so mein Denken. Erreiche. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. So, was haben wir da? Machen den mal aus. Ups. Sag ich irgendwas gedrückt? Weiß nicht was. Einen Moment. Ich hätte gerne ein Spiel. Okay. Er lädt, aber was lädt er? Ich habe keine Ahnung. Ich bin über eine Taste raufgerutscht hier von meiner Tastatur. So auf die G-Taste. Ich weiß bloß nicht welche. Ich weiß jetzt nicht, was er da gerade lädt. Er lädt zumindest irgendwas, aber was? Wir sind da.
Wir haben das. Okay. Das müsste ich aber trotzdem ganz, ganz gerne mal wissen, was ich da gerade geladen habe. Eigentlich wollte ich hier rein. Ich weiß nicht, welchen Spielstand er gerade geladen hat. Wir könnten mal gucken, ob wir das hier ran sehen. Die Dura hat 4 Aufträge, die hat noch 2 Aufträge. Was ganz seltsam ist. Ja, das ist ein Schnellspeicherspielstand. Da steht mir schon Weizengrüner Ring. Das war ein anderer Spielstand. So, wir gehen mal ganz kurz hier wieder in den Spielstand zurück. Ist jetzt nicht so schlimm. Verlieren wir vielleicht 1-2 Minütchen. Mal gucken. Sollte mir merken, nicht auf diese Taste drücken. Oder nicht mit dem kleinen Finger zu drücken, weil ich eigentlich wen drücken will. Warum bewegt sich denn der kleine Finger? Ist doch blöd. Na gut. Ein bisschen failig, aber kann ja mal sein. Kann ja mal passieren. Ich glaube, man kann menschlich genug sein, wenn man das, wenn ich das drinnen lasse. Ist halt einfach menschlich passiert. Da bin ich mir jetzt nicht zu schade für, das rauszuschneiden, also das drin zu lassen, weil warum soll ich es rausschneiden, ganz im Ernst? Ist jetzt nicht so schlimm, war ein paar Sekunden. Wir quatschen nochmal schnell mit ihm. Gehen in den Handel rein, sagen nochmal Waffen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waffen. Ich kann diese Waffentypen schon irgendwie in Ihr Schiff quetschen. Railgun, danke. Zack, und sind wieder draußen. So. Was bist du denn da für eine Rahanas? Wie von einer Rahanas? Ach, Zwischenfrachter. So, wie von müssen wir jetzt da nochmal nach da fliegen? Da kommen wir jetzt da nicht drum rum. Das war, glaube ich, da durch. Genau, dann da, dann dadurch. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. So, Erdrutsch sind wir. Zack. Und jetzt fliegen wir einfach mal da lang. Um diese olle Wolke herum. Und schon sind wir ja wieder da, wo wir vorher waren, also. Weil wenn da Schiffe rumfliegen, ist da irgendwas. Und hier sieht es auch viel, viel, viel belebter aus, als da, wo wir gerade waren. Ah, da kam uns ein Asteroid zu nahe. Wo willst du denn hin? Boah, hab ihn! Fliegen wir mal da an den Minen vorbei. Die will ja irgendwo hin wollen, ne? Und gucke mal, da sind auch Minen. Und der Abstand wird ja nicht größer zueinander. Wow, was ist das denn hier für eine grüne Brühe? Nu ist sie weg. Wo sind nun? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Wer schießt denn hier auf uns? Ich hätte irgendwas auf uns geschossen, aber was? Du? Bereite den Empfang der Waren vor. Moment. F5. Irgendwas hat doch hier gerade auf uns geschossen. Ah, was? Du, Kleiner. Du hast auf uns geschossen. Dann testen wir doch gleich mal. Also auf jeden Fall hat die geschossen auf uns. Tüchern. Ich sende Ihnen einen Bericht mit den Details.
Wupp, 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 wupp. So, ihr probiert nur, ich kann es nicht anvisieren. Ha. Geht das vielleicht über die Map? Hinter uns ist irgendwas, da ist irgendwas und da ist irgendwas. Machen wir jetzt mal ganz einfach. Ich fliege jetzt einfach mal da ran. Okay. Zack. Was zum Geier bist du? Xenon-Waffenplattform. Ah. Kann man dich irgendwie kaputt... Ich muss man doch irgendwie kaputt schießen können. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine Xenon-Waffenplattform. Das ist aber nicht das, was wir suchen. Denn hier ist ja kein Xenon-Schiff hingeflogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Xenon mit ihnen handeln. Das ist die 3. Wow. Das ist irgendwo die 4. Okay, wenn du... Dann kommt mir dieser olle... komische Stein hier schon wieder irgendwie mysteriös vor hier. Das ist wie noch eine Plattform. Ich hab's gewusst. Hart links. Da. Da ist nämlich noch so eine Plattform. Da ist auch eine. Da ist eine Station. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Aber die ist nichts mehr wert. Gibt's hier vielleicht... Kalibriere hat. Langstreckenscanner aktiviert. Nö. Okay. Hätte ja sein können, dass da irgendwas versteckt ist. Das hat so eine alte Mine. Hier ist die Andockvorrichtung. Also, ich glaube, hier waren die immer dran, ne? Das sieht halt aus wie so eine alte Mine. Das könnte ein Warencontainer sein. Hui. Das ist irgendein Stück, was abgebrochen ist. Hm. Was passiert, wenn ich jetzt da eine Rakete gerade ausschalte? Ich weiß gar nicht, wo es hin soll. Ja doch, hinter mir. Ich habe ja gesagt, dass er da landen soll. Dann schauen wir doch mal, wo es weitergeht in der Theorie. Ich sag jetzt mal nach da. Schon mal die grob Popola. Falsch das. Die richtige Richtung. Da ist irgendwas. Das ist ein Schiff, Xenon. Dann ist doch hier auch irgendwas. Erreiche Midas Nebel. Ah, guck mal einer an. Waffenplattform. Gib mal einen Schuss drauf ab. Hat aber nicht so viel Schaden angerichtet, wie ich gern gehabt hätte. So, 4 Kilometer Entfernung. Wir machen uns noch ein bisschen vor Acker hier. Okay. Soldaten Xenon S. Die S sind die Schürfschiffe von den Xenon. Wenn man die zerlegt, kann man Glück haben, da irgendwelche Mineralien draus zu erbeuten. Hat aber immer den Zoom drin, okay. So bei der Railgun. Ich kann nicht sagen, ich tippe mal kurz an und hab dann eben was anderes drin. Rums. Ein bisschen spielen wir noch mit den Xenon, ne? Ich würde sagen, ja, kann man ja machen.
Schwupp. Fracht sicher verstaut im Frachtraum. Ja. Das Schiff hinter mir interessiert mich aber nicht. War das der, den ich angehen wollte, oder der? Ach komm, gehen wir den Schürfer einfach an. Aber ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Genau. Ich wechsle einfach just direkt in time in die nächste Folge rüber. Also, tschüss fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, bis morgen dann.